Yo Freunde, was geht ab? Ich bin Smiley, das hier ist Dima. Willkommen bei einem neuen Video. Wie ihr aus dem Titel wahrscheinlich schon erkennen konntet, werden wir heute etwas Neues für Falco machen. Und zwar gibt es heute Döner. Um genau zu sein, Döner-Sandwich. Ich habe Fladenbrot gekauft. Ich habe Fleisch gekauft, extra beim Dönerladen. Genau, danke schön. Schweres Wort aber auch, ne? Dann haben wir Salat, wir haben Weißkraut, wir haben Gurken, wir haben Tomaten, wir haben Möhren, wir haben Zwiebeln, wir haben Mais. Dann haben wir Falafeln, damit falls du wieder eine vegetarische Variante machen kannst. Dann haben wir Hähnchenfleisch, wir haben Lammfleisch, wir haben Tzatziki und wir haben Cocktailsoße. Ach so, ich dachte, das ist das gleiche Fleisch. Das ist Hähnchen und Lamm. Ja, okay, genau. Da bin ich sowieso schon mal raus. Eigentlich will ich ja gar kein Fleisch benutzen. Zum Thema Falafel ist es gut, dass du daran gedacht hast. Aber ich habe, wie ich schon angekündigt habe in meinem Video, als ich dein Video beworben habe, dass ich meine Strategie etwas angepasst habe. Denn dieses ganze Aussagen von Falco von wegen, ich möchte gesund leben und bla bla bla, ist alles Bullshit, Alter. Ja, komplett. Der ist ein Blender. Ich habe jedes Mal versucht, etwas Gutes, schön aussehendes und Gesundes zu gestalten. Am Ende aber feiert er diese perversen Sachen, die vollgestopft sind mit Fleisch und Soße und allem anderen. Deswegen würde ich vielleicht ein bisschen Falafel reinmachen für mein Gewissen, weil ich nicht gern mit Fleisch arbeite, drumherum auch Fleisch reinzumachen, denn ich habe keine Chance sonst. Wo du recht hast, hast du recht. Wir haben natürlich auch wieder unsere gute alte Würfel-App dabei. Ich würde sagen, Fleisch und Soßen sind Grundbasis und Salate, also Salat und Falafel gehören zur Ausstattung. Okay, also aber bei Fleisch entweder Fleisch oder Falafel würde ich vorschlagen. Und wenn man eine hohe Zahl hat, kann man auch beides verwenden, aber sonst entweder oder halt, ne? Ja, genau. Das ist ja, aber sonst ist es zu teuer halt, ne? Dann machen wir das so, alles klar. Okay. Ich würde sagen, der Gast fängt an. Okay. Feel free. Universum, lass mich nicht im Stich. Gib mir also so 7 oder so. 7? Ne? Meine Würfel? Was ist heute los mit dir? Und 3, 2, 1, boom. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt für mich. Jetzt muss ich nur hoffen, die Regel gilt ja. Die 1 ist auch eine 2. Also du kannst nicht weniger als 2 haben. Das heißt, du hast die niedrigste Zahl. Aber dann wird nichts mehr mit Falafel und so, oder? Ja, bei dir nicht. Gar keine Chance. Okay, ich bin gespannt. 4. Sieht gut aus für mich. Sieht gut aus für mich bisher. Oh Mann. Und es gibt natürlich auch die Regel, jeder darf sich wieder einen Gegenstand suchen, den er benutzen darf, um seinen Döner zu pimpen. In der Küche. Du darfst nehmen, was du möchtest. Ich würde sagen, wir laufen schnell los. Aber hier nicht. Ein Gegenstand extra von hier. Ja, wenn du von da keinen nehmen willst, dann kannst du dir auch einen von hier nehmen, wenn du möchtest. Ja, dann will ich es machen. Okay, dann nimmst du einen Gegenstand mehr. Ich weiß so wenig, Alter. Ich habe genau im Kopf, was ich mir hole. Ich komme sofort wieder. Komm jetzt nicht mit deinem Bunsenbrenner wie Rob damals, Alter. Ich habe den Sandwich Maker genommen. Ich mache mein Sandwich nochmal in dem Sandwich Maker, damit das schön knusprig und heiß ist. Ist mir schon klar, was du damit machst. Okay. Wieso bin ich nicht drauf? Ich wollte nur nochmal ansprechen, was ich damit mache. Ich habe eine kleinere Zahl und auch noch einen kalten Döner. Ich habe keine Chance, gell? Wir haben allerdings heute mal Rob weggelassen. Erstens mal ist Rob nicht da. Und zweitens mal haben wir uns gedacht, Rob ist so gut, es macht einfach keinen Sinn, wenn er da nochmal. Er gewinnt sowieso jedes Mal. Jedes Mal, es macht keinen Sinn. Aber heute werde ich genau Robs Tricks verwenden. Mann, ey. Heute werde ich gewinnen. Gut durchdacht. Ich habe mir Gedanken gemacht heute. Ich werde einmal eine Challenge gegen Dima gewinnen. Okay, die Soßen sind ja sowieso so schon da. Genau. Ich gehe mir schon mal ein Verlängerungskabel organisieren für mein Sandwich. Mach das, dann fange ich schon mal an zu gestalten. Ich habe gemerkt beim letzten Mal, Falco juckt das nie. Das mit dem ganzen Dezent und alles muss schön aussehen. Es muss eine Schweinerei sein. Ein Wildschwein-Modus-Fest. Und das werde ich versuchen umzusetzen. Das heißt, das Motto heute ist, es gibt kein zu viel von irgendwas. Das gibt's einfach nicht. Ich nehme diese weiße Soße. Und zwar, weil Smiley ja schon weg ist, nehme ich die ganze weiße Soße. Man hat da gar keine Möglichkeit mehr, die weiße zu benutzen sonst. Und daher muss er diese andere Soße benutzen. Versteht ihr? Das ist schlau. Das ist aber nicht schlau von dem, dass sie gerade weggegangen ist. Denn auch beim letzten Mal habe ich gelernt, Falco mag keine trockenen Sachen. Und dieses Mal wird es schwimmen, Alter, in der Soße. Das wird einfach schwimmen. Okay, ich habe mein Verlängerungskabel organisiert. Weißt du, was ich dir mitteilen kann? Es gibt keine weiße Soße mehr. Als ob! Andere nehmen. Ich darf 4 Sachen nehmen, ne? Dann fange ich einfach mal an. Okay, so. Dann kommt hier schon mal gut Fleisch rein bei mir auf jeden Fall. Oh ja, glaub mir. Bei mir kommt da auch einiges rein. An Fleisch meine ich. Denn ich habe ja auch nur noch wie viele weitere? Du darfst 2 Sachen noch nehmen. Du plus hast ein extra gab es ja. Genau. Einen, oder? So, jetzt mache ich das hier zu. Jetzt muss ich halt ein bisschen meinen Arm hier draufhalten. Ich überlege gerade die ganze Zeit, soll ich das Fleisch nach unten schon packen und dann die restlichen Sachen drüber oder fange ich mit? Ah nee, nee, es muss eine ganz leichte Schicht von etwas Salatigem unten sein, dann Fleisch und dann noch mehr Salat. Das ist so meine Strategie. Okay, ich mache glaube ich erstmal das.
hier auf den Boden, um das Ganze auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Verstehe ich? So, es sollte ein bisschen mehr sein für den saftigen Touch, weil Falco macht ja anscheinend kein trockenes Essen. Badapum. Eins von drei, ne? Eins von drei. So, und jetzt, liebe Freunde, kommt die Perversion. Und zwar so viel Fleisch, bis sein Kopf platzt, Alter. Zweite Zutat, aber auch die Ecken ausfüllen. Ich weiß, damit er überall in diesen Gnüsen. Oh ja, Digga. Oh ja, Dima, du hast verloren. Also wenn du heute gewinnst, dann hatet Falco wirklich gegen mich. Dann hört er die Dinge da oben, die ich sage, und hatet nur gegen mich. Nein, nein, die Liebe, die Liebe. Ich mag die Liebe rein. Bam, mein Herz und da rein. Herz rein. Piu. Habt ihr es gesehen? Es ist ganz viel Liebe drin. Ach, was liebt er denn jetzt? Tomatendöner, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist? Passt schon, aber wenn man so wenig Zutaten zur Auswahl hat. Du hast nur noch zwei. Ah ja, stimmt, zwei noch. Ich dachte nur noch eine, weil Fleisch ist ja sowieso schon dabei, ne? Ja, du hast ja dein Bonusding ergaunert. Genial, ich dachte nur, ich muss mich nur für eine Sache entscheiden. Dann mache ich natürlich, natürlich Salat und Skibidi-Bidi-Bidi. Mais. Mais, denn Salat gehört einfach zum Döner dazu, auch wenn das jetzt nicht das Leckerste ist. Das ist also okay, Salat. Aber es ist für die Optik wichtig und für den Originalgeschmack, versteht ihr? Also, als ob ich wüsste, wie Originalgeschmack ist. Oh, das fühlt sich schon schön kross an. Jetzt wird das Ganze hier noch einmal drin gedreht. Der ist aber auch ein bisschen aufgerissen, da habe ich gerade gesehen, gell? Ja, reden wir nicht drüber. Und jetzt ganz viel Mais, Alter. Ganz viel, ganz pervers. Einfach alles rein. Ich glaube, das hier reicht mir schon. Noch ein bisschen Fleisch. Sonst wird das zu doll. Man sollte ja auch nicht übertreiben, ne? So, jetzt beginnt die Operation. Jetzt, Digga, das wird uff. Ich habe keine Chance, gell? Ich habe einfach keine Chance. Die Frage ist nur, ob er Cocktailsoße mag. Und dann gehe ich ganz hundertprozentig auf die schönen Tomatoes. Vielleicht habe ich auch wirklich einen Fehler gemacht. Aber Mais liebt er auch, glaube ich. Passt so. Doch, ne? Passt doch. Dann gehe ich auf ein bisschen Gherkis. Nummer 2. Jetzt muss ich das nur noch schön anrichten. Nummer 2. Gurken. Nummer 3. Möhren. Aber nicht zu viele. Muss ja immer noch gut sein. Oh ja, das sieht da. Ja, ja. Erstmal die ganze Krümel weg. Freunde, Ästhetik ist wenigstens für mich wichtig. Wenn Falco schon nicht drauf achtet, dann wenigstens ich selbst, fürs gute Gewissen. Und so habe ich mir überlegt, ein Herz aus Mais zu machen. Ein Herz, damit er weiß, das wurde mit Liebe gemacht. Freunde, das hier ist mein fertiger Döner. Digga, das ist auf jeden Fall gut kross. Falco wird sich auch freuen. Safe. Ja, wir wissen beide, dass er das feiern wird. Aber ich werde das mit dem Herz noch rausholen. Trust me. Mein Döner sieht echt nicht so sexy aus, aber... Das ist nicht so schön, dieses Stückchen. Ich mache ein anderes. Bist du zufrieden? Für die Möglichkeiten, die ich hatte, bin ich sehr zufrieden. Das hier ist jetzt mein Döner. Der sieht zwar nicht so schön aus, aber der ist knusprig und saftig. Das macht ihn natürlich sehr geil. Und das hier ist Dimas Variante mit Hähnchen drin, Mais, Salat und Liebe. Natürlich dem Maisherz. Liebe, Liebe. Und ganz viel Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Ich bin sehr gespannt, Alter. Ich auch, Mann. Oh, Mann. Ich habe keine Chance eigentlich. Du darfst reinkommen. Setz dich, mein lieber Freund. Hallöchen. Moin, Servus. Moin, Moin. Moin. So. Heute ist Rob leider nicht dabei, weil wir dachten uns, Rob ist zu gut und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute ein 1 gegen 1. Du darfst heute wieder etwas probieren, wir haben Döner für dich gemacht. Mhm. Du darfst probieren, dann findest du heraus, welcher ist. Aber das machen wir danach. Okay, okay. Also, probier. Mega süß. Das Herz, habt ihr schon Beauty Shots gemacht? Haben wir alles so schon drauf. Ja. Das ist mega süß, richtig süß. Voll, wie es, glaube ich, es mag. Das hier auch. Die sind beide lecker saftig aus, lass mal direkt testen. Der Wildschwein, wenn der Wildschwein-Modus kickt, Alter. Mhm. Könnte noch ein bisschen saftiger sein. Aber ja, es fällt die Soße auf jeden Fall. Mhm. Weil ich mag es so, wenn ein Burger, wie auch also ein Kebab und ein Döner, richtig saftig ist, du musst reinbeißen und es muss explodieren. Okay. Ja, ich schmecke sehr. Alles raus so. Und ich mag es auch, wenn es so, also das ist auch meine Geschmacksrichtung, so Salat, Mais, so healthy, aber trotzdem noch sehr lecker. Healthy. Healthy. Okay. Der gute alte Healthy, Alter. Okay. Das ist echt ein schwieriger Kampf. Sind das zwei verschiedene Brötchen? Oder? Wir sagen erstmal gar nichts. Okay. Ich habe halt das Gefühl, das ist, obwohl ich so Brot so sehr mag, es ist ein bisschen zu viel. Während hier ist es eher so richtig. Ich beiß dran, ich spüre alles, aber es ist nicht, ja, wie kann ich sagen, so zu viel Brot wie hier. Aber trotzdem, alles lecker, richtiger
schwieriger Kampf. Wenn ich wählen sollte, welche von den beiden ich auffressen sollte, ich muss noch einmal hier reinbeißen, mal machen. Einmal da, um sicher zu gehen. Ne? Erstmal kann man schon sagen, für die Optik, das hier auf jeden Fall, wegen das Herzchen, so simpel, aber so süß. Und das hier sieht ein bisschen zerstört aus. Also auf jeden Fall Optik, das hier. Ich liebe dieses Format. Haben wir gerade eben auch schon drüber geredet. Ist einfach dein Lieblingsformat. Am besten 3 Folgen pro Woche. Ne? Ja, wäre immer am besten. 7 pro Woche. War schwierig. Also, wie gesagt, Ästhetik, das hier. Dann Saftigkeit ist auch ein Wert, das sehr wichtig ist. Also Saftigkeit eher das hier. Und der Rest, so Geschmack, alles, so das gesamte Pleasure, die gesamte Befriedigung. Ich würde sagen, sehr schwierig, aber vielleicht sogar eher das hier. Hau raus, was ist deine Endauswahl? Ja, ich glaube das hier. Ich glaube, dass hier auch mehrere Zutaten dabei sind. Ne? Okay. Hier fehlt zum Beispiel Tomate. Ich habe sie auch noch gar nicht gespürt. Ich fehlt Tomate und ich liebe Tomate über alles. Ich bin auch so ein Tomatensüchtig. Also, ja, Karotten, so alle. Wenn ich wählen muss, dann das hier wird für mich der Gewinner sein. Mhm. Und ich rate jetzt, wer was gemacht hat. Jetzt bin ich gespannt. Das hier könnte eher Dimas sein. Ja, ja. Ja, das von Spielos. Ja, ja. Ich habe einmal im Leben gegen Dimas in der Challenge gewonnen. Es geht um die Freundschaft, oder? Natürlich, ich wollte auch nicht gewinnen, ist ja klar. Die Freundschaft heute gewinnt. Du hast auch getoppt. Danke, Frankie. Die beiden gehören dir. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Ideen habt, was wir sonst noch für Falco machen können, worüber er sich freuen würde, dann schreibt mir das alles unten in die Kommentare. Schaut auch bei den beiden Jungs vorbei, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten, vergesst nicht zu lachen. Vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao.